Schweiz und Schottland verabschieden sich mit einem 1:1 und das Ergebnis spiegelt auch das wider, was man gesehen hat. Beide Mannschaften an sich schon bemüht, Schottland insgesamt ein bisschen mehr, weil es bei ihnen auch um mehr ging. Die Schweiz hatten aber auch Pech mit 2 Abseitstoren und trotzdem, es war ein entspanntes Spiel. Es war nichts Ganzes, aber auch nichts Halbes. Es war so ein Zwischending. Jerdan Shaqiri macht ein Traumtor. Der Mann kann es. Der Mann ist für solche Turniere gemacht und die Schweiz. Man kann darüber reden, ob er in Clubs gut ist, aber für die Schweiz. Und das habe ich wirklich schon immer gesagt, checkt auch das letzte Video aus, wo ich über das erste Schweiz-Spiel geredet habe. Man muss Shaqiri meiner Meinung nach spielen lassen. Dieser Mann ist gut. Klar kann er vielleicht nicht mehr 90 Minuten Top-Leistungen bringen, aber lasst in jedem Spiel Minimum seine 30, 40 Minuten spielen. Minimum. Denn er bringt euch was. Ich muss sagen, heute hatte man ihn nicht perfekt eingesetzt. Ich habe nicht gecheckt, warum er ganz vorne spielen soll. Ich hätte ihn anders positioniert, aber insgesamt konnte Shaqiri trotzdem zeigen, was er kann. Er hatte zwar nur in dem Sinne diesen einen Moment, aber dieser eine Moment hat mehr als ausgereicht. Das ist ein Traumtor. Allgemein, diese EM hat so schöne Tore. Das ist so schön zum Anschauen. Liebe ich. Schottland tut einem ein bisschen leid, weil man hat gemerkt, Deutschland war einfach wirklich ein Level zu hoch, weil jetzt hier gegen die Schweiz wahnsinnig komplett unterlegen oder sonst was. Natürlich hat die Schweiz offensiv jetzt nicht alles gegeben, aber trotzdem. Die Schweiz hat sich jetzt qualifiziert fürs Achtelfinale. Das freut mich natürlich. Und trotzdem bin ich gespannt auf das Spiel am Samstag. Auch wenn es natürlich für Deutschland an sich um nichts geht und die Schweiz auch nicht wirklich, wird das trotzdem ein geiles Match, denn die Schweiz will zeigen und Deutschland nochmal mehr, weil sie werden es nicht sagen, ja komm, wir gewinnen jetzt nur 2 Spiele. Was sagt ihr zum Spiel zwischen der Schweiz und Schottland? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr neu seid, abonniert den Kanal. Ich reviewe hier so gut wie alle Spiele. Ansonsten, Freunde, war es das jetzt von mir an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil und gesund.